Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leitweis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Konjunktur, Märkte, Portfolio, der monatliche Rundumschlag, bei dem wir versuchen, Ihnen einen Überblick über die aktuellen Themen an den Kapitalmärkten zu geben, Interpretationen von unserer Seite, was das für die Positionierung von Portfolios bedeuten könnte und durchaus auch Denkanstöße für die private Finanzplanung, respektive auch die Vermögensstrukturierung. Wir werden Ihnen die Konserve, die Aufzeichnungen wie gewohnt im Nachgang zur Verfügung stellen. Auch die Fazitfolien werden wir dort entsprechend verlinken, sodass Sie hier nicht abfotografieren müssen oder zu viel mitschreiben. Sie werden das alles bequem am morgigen Tag erhalten und dann auf der sogenannten Landingpage des Webinars finden, sodass Sie nochmal für sich in Ruhe alles nachvollziehen können. Sie können natürlich jederzeit auch die Technik nutzen, um entsprechend Fragen zu stellen. Sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich direkt auf die Frage ein. Sofern es aufgrund einer späteren Folie dann Sinn macht, werde ich die Frage dann beantworten. Aber das Ziel ist natürlich wie immer, dass wir alle Fragen im Rahmen des Webinars hier entsprechend behandeln. Zusätzlich natürlich für Sie jederzeit die Möglichkeit, im Rahmen der direkten Kontaktaufnahme mit uns Fragen und offene Punkte zu diskutieren, respektive eben auch zu klären. Wir steigen direkt ins Thema ein und schauen uns zunächst die Entwicklung ausgewählter Vermögensklassen an. In Deutschland sind wir sehr stark auf den DAX 30 fokussiert. Sie wissen, dass die 30 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in Deutschland, die gewisse Kriterien noch an Streubesitz und Ähnliches erfüllen. Aber der deutsche Aktienmarkt insgesamt macht nur rund 3,5% der globalen Aktienmarktkapitalisierung aus. Dementsprechend sehen Sie es uns nach, dass wir hier eher andere Indizes fokussieren. Die kurzfristige Entwicklung, die sehen Sie dargestellt für den letzten Monat, also eben die vergangenen 4 Wochen in dunkelblau, seit Jahresbeginn 2019 entsprechend in grau. Sie sehen, dass wir nach dem schwierigen vierten Quartal 2018 und im Kapitalmarktjahr 2018, was insgesamt sehr enttäuschend war, weil rund 97% aller großen Vermögensklassen im negativen Bereich abgeschnitten haben, relativ erfreuliche Tendenzen hier im Jahr 2019 sehen. Der MSCI World, die globale Aktienbenchmark, die man typischerweise auch als Ausgangspunkt nimmt, wenn man internationale Portfolios konstruiert und dann im Verlauf der weiteren Entwicklung auch entsprechend hier dagegen vergleicht mit einem Aufschlag von rund 13%. Wir sehen auch die Emerging Markets noch mit 3,2% im Plus, wobei Sie sehen es auch schon hier in beiden Fällen, die Entwicklung in den vergangenen 4 Wochen war eher südwärts gerichtet. Das ist auch durchaus, glaube ich, eine Reaktion auf die Vielfalt an Themen, die die Märkte momentan beschäftigen, die in den Medien aufgegriffen werden und die natürlich auch ihren Niederschlag hier entsprechend finden. Gold, ja, nahezu unverändert. Wir sehen Rohstoffe seit Jahresbeginn, insbesondere natürlich auch getrieben durch die Entwicklung des Ölpreises hier mit dem zweischlägigen Gewinn. Die Rentenmärkte, auch das eine Anlageklasse, die schon häufig totgesagt wurde nach knapp 40 Jahren Bullenmarkt, durchaus wieder mit erfreulichen Tendenzen. Sie können es hier sehen, plus 5,3% seit dem Jahresauftakt. Und auch die Anleihemärkte der Eurozone auf aggregierter Basis, eine Vermögensklasse, bei der man jedes Jahr denkt, es kann eigentlich nicht mehr viel Rendite geben, weil die Einstiegsrenditen, die sind so niedrig, da kann nicht mehr viel passieren. Trotzdem wieder rund 3%. Und diese 3% muss man natürlich auch in Relation zu dem setzen, was wir an Renditen auf Tages- und Festgeldern haben. Wir sehen eine Zinsstrukturkurve für deutsche Bundesanleihen, die wirklich spektakulär ist, die sogar mittlerweile in Teilen Japan überbietet. Auch das habe ich Ihnen gleich noch als separates Thema mitgebracht und dann Euro-US-Dollar-Entwicklung auch noch der Vollständigkeit halber mitgebracht, weil natürlich auch die Entwicklung der Wechselkurse durchaus relevant ist für die Entwicklung verschiedener Vermögenspreise, da wir eben zur Entwicklung der jeweiligen Vermögensklasse eben noch die Entwicklung des Wechselkurses hinzuziehen müssen, um mir die vollständige Entwicklung aus der Perspektive eines in Euro denkenden Anlegers abzubilden. Also das ist die kurzfristige Entwicklung, aber was meines Erachtens viel interessanter ist und für was ich auch Ihren Horizont schärfen möchte, das sind natürlich längerfristige Zeiträume. Meines Erachtens sind das 3 Jahre aufwärts. Dementsprechend habe ich Ihnen hier mal die Entwicklung der vergangenen 5 Jahre mitgebracht und auch hier sehen Sie die großen Vermögensklassen. Wir sehen, dass auf der Indexebene Aktien USA, das ist der S&P 500, also der Leitindex für Aktien USA, der großkapitalisierten Werte. Da sehen Sie rund 65% Aufschlag dementsprechend. Sie sehen, dass man auch die Korrektur hier im Jahr 2018 schon wieder ausgebügelt hat. Wir sind lediglich ein paar Prozentpünktchen
unter dem Allzeithoch hier entsprechend Aktienwelt hier in Türkisblau dargestellt, auch knapp 40% im Plus. Und dann sehen Sie schon in Rot dargestellt Aktien Europa da deutlich schwächer, nur rund 30% auf diesem Zeitraum, also weniger als 50% dessen, was der US-Leitindex hier entsprechend produziert hat. Die Schwellenländer in Grün dargestellt, auch eine Assetklasse, eine Vermögensklasse, die besonders von Ende der 90er nach der Russland- und Asienkrise sich sehr positiv entwickelt hat bis zur globalen Finanzkrise. Seitdem sieht man, dass diese Vermögensklasse auch Aktien global respektive auch Aktien in den USA deutlich hinterhängt und dann schon hier als nächstes den globalen Anleihemarkt, hier allerdings in einer währungsgehedgten Version, weil typischerweise Anleihen währungsgehedgt werden, weil die Schwankungsbreite aus der Währung sonst zu groß wäre in Relation zu den Preistreibern, die der Vermögensklasse selbst zugrunde liegen. Und der Goldpreis hier in US-Dollar gerechnet sind auf 5 Jahre unter Schwankungen mehr oder weniger seitwärts gelaufen, minus 0,61%. Also das sind Entwicklungen in den vergangenen Jahren durchaus recht positiv. Sie wissen, die Entwicklung ist natürlich immer geprägt von vielfältigen politischen Themen, von Verunsicherung über die wirtschaftliche Entwicklung, von Diskussionen über die richtige oder falsche Geldpolitik. Aber Sie sehen, alles in allem haben die Märkte das getan, was man von ihnen erwartet. Sie haben eben Risikoprämien entsprechend abgeliefert. Teilweise waren die Schwankungen sogar zu niedrig für die Vermögensklassen, beispielsweise 2017 historisch niedrige Schwankungsbreiten an den US-Börsen. Und das natürlich auch nicht gesund. Das hat sich dann in 2018 ins Gegenteil aufgelöst. Und da sieht man schon, dass die Entwicklung der Vergangenheit ihnen relativ wenig über die Zukunft entsprechend sagen. Also das mal hier die relevanten Vermögensklassen in der mittelfristigen Perspektive eben von 5 Jahren. Und da möchte ich auch ein erstes Zwischenfazit ziehen. Und wir sehen hier vor allem auch, dass die US-Aktien, das waren die dominierende Region hier am Aktienmarkt. Insbesondere auch der hohe Anteil von US-Aktien hat den globalen Index, also diesen MSCI World Index, der positiv beeinflusst, da wir dort rund 60% Aktien von Nordamerika entsprechend im Index drin haben. Und das heißt natürlich auch dargestellt für Aspekte der Portfoliokonstruktion, dass das, was vielleicht Sinn gemacht hat, einfach um Risiken global zu streuen, beispielsweise Aktien aus Schwellenländern hereinzumischen, Aktien aus Europa hinzuzunehmen, um nicht diesen US-Fokus zu haben oder auch um insgesamt vielleicht auch langfristige Bewertungsunterschiede zu nutzen zwischen den Schwellenländern, den Aktien Europa und dem Aktien USA. All das wurde in den vergangenen Jahren nicht hier begünstigt. Tendenziell, wenn Sie Ihr Vermögen breiter gestreut haben und je weiter Sie vom globalen Aktienmarkt als Benchmark abgewichen sind, desto schlechter war die relative Performance. Gold, ja, eine Vermögensklasse, die sich seit der globalen Finanzkrise großer Beliebtheit erfreut. Sie wissen vielleicht, Anfang der 2000er Jahre stand Gold noch bei knapp 250 Dollar pro Unze. Damals die Bank of England massive Anteile ihres Bestandes veräußert. Sie wissen danach eine sehr spektakuläre Wertentwicklung bis auf rund 1800. Und ja, seitdem passiert da eigentlich nicht mehr viel. Dem Gold ist massiv zurückgekommen. Und seitdem eben die Seitwertentwicklung, wie sie eben dargestellt wurde. Was die Staatsanleihen angeht, besonders natürlich im Staatsanleihen der USA, die weiterhin der sichere Hafen im Finanzsystem sind, aber natürlich auch deutsche Bundesanleihen als Stabilitätsanker im Euro-Finanzsystem, vielleicht auch als Ersatzinvestitionsgut für große Unternehmen, die der Einlagensicherung und dem Bankensystem nicht ganz trauen, natürlich hier durchaus eben eine Alternative. Und deswegen sehen wir hier über viele Jahre in der Zinsstrukturkurve negative Renditen. Das heißt, der Preis der Sicherheit, der stellt sich eben in der Form dar, dass die Renditen hier negativ sind. Die Einstiegsrenditen sind hier entsprechend negativ. Nichtsdestotrotz, Sie haben es vorhin auch schon mal in der Darstellung gesehen, haben wir auch durchaus mal positive Renditen bei Bundesanleihen in gewissen Perspektiven. Also sprich, die Kursentwicklung überrascht immer wieder das, was man erwarten würde, wenn man lediglich auf die Einstiegsrenditen blickt. Dass es nicht nur graue Theorie ist, dieser Fokus auf die US-Märkte, was die Outperformance betrifft, das habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Und was Sie hier sehen, das sind anonymisierte Vermögensverwaltungsstrategien, die in Form von Investmentfonds großer Banken bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaften angeboten werden. Das sind jetzt hier nicht die No-Names, die ein paar Millionen verwalten, sondern das sind durchaus alles Namen, die jeder von Ihnen kennt. Die habe ich natürlich entsprechend hier anonymisiert, sind aber natürlich echte Strategien, die jederzeit investierbar sind, entsprechend auch über Investmentfonds und ähnliches.
Und was Sie schon hier sehen, ist, dass diese Fonds erstens alle relativ ähnlich laufen. Der eine läuft mal ein bisschen besser, dann haben die anderen, die laufen ein bisschen schlechter. Der Durchschnitt liegt hier eben irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden. Weil wir sehen vor allem auch, dass diese klassische Streuung auf verschiedene Vermögensverwalter, die vielleicht ähnliche Ziele verfolgen, also ähnliche Aktienquoten mit ähnlichen Risikobudgets, was natürlich Sinn macht, um im Außenauftritt eine entsprechende Kommunikation gegenüber dem Anleger darzustellen, dass diese Risikostreuung auf unterschiedliche Vermögensverwalter nicht so viel bringt, wie die meisten Anleger erwarten. Sie können es anhand des parallelen Verlaufs dieser Linien sehr gut nachvollziehen. Und was Sie auch sehr deutlich sehen können zu dieser Linie hier oben, die sich deutlich abgesetzt hat, dass ein Indexfonds, der den globalen Aktienmarkt abbildet, eben den MSCI World und eben nicht nur den Kursindex, der ohne Dividende gerechnet wird, den ich Ihnen eben gezeigt habe, mit plus 64%, sondern hier sind die Dividenden enthalten. Und wenn Sie die Dividenden über 5 Jahre mit berücksichtigen, dann sehen Sie eben eine Wertentwicklung von roundabout 80%. Und da sehen Sie genau den Aspekt, den ich meine, weil wenn Sie unterstellen, Sie haben Vermögensverwaltungsstrategien, die im Schnitt 50% Aktienquote halten, dann würden Sie erwarten, okay, dann bringen ja diese 50% Aktien vom globalen Markt, die mein Vermögensverwalter hat, ja schon mal die Hälfte von 80, das sind also schon mal 40% Ergebnisbeitrag. Und wenn die Anleihen ein bisschen was bringen, dann erwarte ich doch irgendwo eine Renditeerwartung, die eben jenseits der 40 liegt in der Gesamtbetrachtung. Aber da sieht man eben ganz deutlich, dass eben diese Grundsatz der Risikostreuung, die Verteilung der Aktienquote auf verschiedene Länder, nicht nur in US-Aktien zu investieren oder nicht nur sehr spitz in US-Technologiewerte zu investieren, der hat in den vergangenen Jahren eben Performance gekostet. Und das, was Sie eben hier sehr grau in Theorie auf Basis der Vermögensklassen, der eben Indizes gesehen haben, das sieht man eben auch sehr deutlich hier in der Umsetzung, weil wenn Sie sich die verschiedenen Manager anschauen, Sie lesen die Kommentare, Sie schauen sich auch die Regeln an, denen die folgen, das alles durchaus plausibel. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, zumindest die, die etwas professioneller in die Märkte hier investieren, an welchen Stellen sehen wir momentan eine Entwicklung, die zu einseitig wegläuft? Ich glaube, der eine oder andere, der wird langsam auch gezwungen, sich von dem Aspekt der Risikostreuung abzuwenden und eben fokussierter zu investieren, um diese Performance-Lücke zu schließen. Das ist natürlich nachteilig. Also da sind schon einiges an Thesen, respektive auch an Fazit drin, was man aus dieser simplen Grafik herauslesen kann. Und das gilt natürlich nicht nur für Strategien, die professionell gemanagt werden. Das gilt natürlich auch für Vermögensverwaltungsstrategien. Das gilt für Mischfonds. Das gilt für Robo-Advisor. Das gilt für viele Facetten, vielleicht auch ein bisschen dazu, was sie in ihrer eigenen Vermögensstruktur im Depot hier darstellen. Also das durchaus Themen, denen man sich mal nähern sollte, um hier auch zu hinterfragen, inwieweit die eigene Depotentwicklung abweicht von den globalen Indizes, warum sie abweicht, ob das für sie nachvollziehbar ist, ob sie sich das erklären können oder ob vielleicht die Entwicklung in ihrem eigenen Portfolio für sie eher so eine Blackbox ist. Und wenn da sie das nicht ganz erklären können, dann und auch selbst im Nachhinein nicht, dann sollten sie sich mal mit dem Thema professioneller Depotanalyse beschäftigen. Also von der grauen Theorie zur Praxis, das haben wir hier sehr schön gesehen. Geldpolitik und Europawahl, auch das ist natürlich ein großes Thema. Ich habe es Ihnen auch hier nochmal mitgebracht. Grundsätzlich der Stress im Finanzsystem der Eurozone wird berechnet auf Basis eines sehr plausiblen Indikators von der Europäischen Zentralbank. Und Sie sehen dieses Thema systematischer Stress. Es war so ein bisschen Thema im Rahmen der geplatzten Internetblase, da ging es im Endeffekt nach oben. Sie wissen, damals auch entsprechend massive Rückgänge eben auch am Aktienmarkt. Es waren aber jetzt alles keine systemischen Stressthemen. Man hat sich keine Gedanken gemacht über die Stabilität von Banken. Man hat sich keine Gedanken gemacht über die Stabilität von Staaten oder auch die Rückzahlung von Staatsanleihen. Dann das Thema Finanzen- und Hypothekenkrise ausgehend von den USA. Wir sehen diesen massiven Stress im System, was sich dann nivelliert hat, dann natürlich nochmal mit der Griechenland-Krise kam das ganze Thema nach oben und dann eben auch mit der Rede von Mario Draghi und whatever it takes, dass dieser systemische Stress quasi kollabiert. Man hat ihn quasi ersäuft in der Flut an Liquidität, gekoppelt eben mit dem Anlagenotstand, der Risikospreads massiv nach unten gedrängt hat und das eben die Situation. Also, sprich, der finanzielle Stress im Finanzsystem, zumindest den Sie messen können anhand von Preisen, die Sie ableiten können aus der Kapitalmarktentwicklung beziehungsweise auch aus Indikatoren der Finanzmärkte, der auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wie das wir aktuell feststellen. Auf der anderen Seite für die Zinspolitik, die Geldpolitik natürlich sehr entscheidend, was macht die Inflation? Man schaut hier vor allem auch auf die Kerninflationsrate, die ist deutlich von den 2% entfernt, aber auch die
Inflationserwartungen, die man langfristig erwartet, die aus Kapitalmarktpreisen abgeleitet werden können. Das sind die Inflationserwartungen für 5 Jahre, in 5 Jahre. Und da sehen Sie schon, das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegt bei 2%. Die Kapitalmarktpreise sagen, okay, 1,32% ist hier die Erwartung für diese langfristige Inflationsrate. Das ist natürlich deutlich unter dem Notenbankziel und dementsprechend Inflationsdruck auf die Notenbank, der sieht mit Sicherheit anders aus. Was heißt das, wenn wir das Ganze zusammenfassen? Das wurde jetzt auch im Nachgang der Europawahl viel darüber diskutiert. Wer wird der Nachfolger des EU-Ratspräsidenten Jean-Claude Juncker, wenn es doch ein deutscher Vertreter wird oder es wird eben kein deutscher Vertreter? Was heißt das dann für den nächsten Chef der Europäischen Zentralbank? Und da kann man natürlich auch über einen Kuhhandel sprechen, aber abseits der politischen Bühne möchte ich Sie dafür sensibilisieren, dass es aus meiner Perspektive keine Rolle spielt, aus welchem Land der Chef der Europäischen Zentralbank stammt. Weil wenn wir auf die relevanten Daten schauen, das ist eben die Kerninflation, das sind die Inflationserwartungen, das sind die demografischen Effekte auch der Überalterung der Bevölkerungspyramide, die keine mehr ist, in Deutschland vor allem auch sehr extrem, aber auch in anderen Ländern der Europäischen Union und der Eurozone, die strukturellen Probleme aus der Robotisierung, aus der Digitalisierung, aus vielen anderen Aspekten, die wir im täglichen Leben sehen. Die hohen Schuldenstände, die deutlich höher sind als vor der globalen Finanzkrise und natürlich auch aus den geopolitischen Verunsicherungen. All das aus unserer Perspektive eine Gemengelage, was die Zinsen tendenziell unten hält, weil natürlich auch die Notenbankentscheider hier auf diese Aspekte Rücksicht nehmen müssen. Und wir haben einfach strukturelle Themen, die dafür sorgen, dass die Zinsen insgesamt niedriger sind. Und diese strukturellen Themen, die werden eben noch verstärkt durch den Zwang, den die Notenbanken hier unterliegen, um hier eben ins System entsprechend einzugreifen. Und das sorgt eben auch immer wieder für die positiven Überraschungen auf der Preisseite, was die Anleihen betrifft. Auf der anderen Seite, Sie lesen häufig, die Europäische Zentralbank hat ja nicht mehr ausreichend Feuerpower für die nächste Krise. Auch das haben wir schon häufig mit Charts belegt. Deswegen hier nur noch mal kurz die Erläuterin. Wenn Sie mal die Relation anschauen, der Bilanz der Zentralbank in Prozent zur Wirtschaftsleistung, dann sehen Sie, in Japan haben Sie bereits ein Verhältnis von 100%. Also die Notenbank ist ja ganz massiv am Markt aktiv beim Ankauf von Vermögenswerten. In der Eurozone ist diese Relation lediglich bei knapp 40%, die USA sogar bei 20%. Und wenn Sie sich klar machen, dass in der Schweiz beispielsweise auch ja die Geldmarktzinsen negativ sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Abschwung oder beim nächsten geopolitischen Event, was die globalen Handelsketten hier entsprechend stört und die Wirtschaft sehr, sehr negativ belastet, dass wir dann eben negative Zinsen sehen auf Ebene der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und auf der anderen Seite eben hier noch zusätzliche entsprechende Aktivitäten beim Ankauf von Staatsanleihen. So, also das sind entsprechend Punkte, die, glaube ich, die Zentralbankbilanz hier oder die Zentralbankaktivitäten belasten. Grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist eher die Politik gefragt als die Notenbank. Aber wenn wir uns die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrachten und schauen uns die strukturellen Themen an, auch gesellschaftliche Entwicklung, dann ist die echte Unabhängigkeit der Notenbank natürlich sehr, sehr schwierig, weil man hat ein Inflationsziel von 2%, davon ist man da deutlich weg. Man sieht die strukturellen Ungleichgewichte, die in der Eurozone nach wie vor bestehen. Das Thema Target-2-Seiten ist hier vielleicht weniger selbst ein Problem, sondern eher ein Symptom der bestehenden Probleme, dieser Ursachen, die wir eben genannt haben. Also von daher Unabhängigkeit der Notenbank sehr, sehr schwierig. Und die Notenbank hat ja vor allem auch als primäres Ziel das Thema Preisstabilität. Und solange eben Preisstabilität gewährt ist, anhand der Maßgröße der Europäischen Zentralbank, eben einer Inflation von nahe 2%, dann stellt sich natürlich die Frage, warum eine Wende der Geldpolitik zu erwarten ist. Und das unabhängig davon, wer eben gerade hier nationalitätstechnisch der Chef der Notenbank hier stellt. Also der Anlagenotstand, der bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Die Hoffnung auf steigende Zinsen oder gar auf steigende Realzinsen, also auf Zinsen, die höher sind als die Inflationsrate, das halte ich hier für sehr utopisch. Und damit meine ich nicht nur die Geldmarktzinsen, sondern auch die Verzinsung sicherer Staatsanleihen, die Verzinsung von Pfandbriefen, aber auch die Verzinsung von Unternehmensanleihen sehr guter Bonität. Also da ist wenig zu erwarten. Dementsprechend sehen wir Ausweicheffekte, alternative Investments, Alternative Investments im Bereich Hedgefonds, im Bereich privater Märkte, wie beispielsweise nicht gelistete Immobilieninvestitionen, Private Equity, Private Debt und ähnliches. Da sieht man
relativ viel Interesse, auch große Kapitalflüsse. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil da fließt momentan unheimlich viel Geld rein. Und das ist natürlich positiv, weil wenn Sie den Bereich Private Equity, also Börsenbeteiligung oder nicht börsennotierte Beteiligung nehmen, dann ist natürlich viel Geld, was reinfließt, toll, weil es bezahlt hohe Preise. Diese hohen Preise sind ja quasi hohe Renditen der Investoren, die vor einigen Jahren investiert haben. Diese hohen historischen Renditen ziehen im Anlagenotstand wieder neues Kapital an. Und das macht natürlich sehr, sehr schwierig, was die Einschätzung der Ertragserwartung für die nächsten Jahre betrifft. Und man muss sich durchaus die Frage stellen, ob die Illiquiditätsprämien und die Risiken, die hier drinstecken, momentan noch adäquat vergütet werden. Zumindest wird man deutlich genauer hinschauen müssen, um hier nicht enttäuscht zu werden, weil einfach der Anlagenotstand natürlich für eine Flut an Kapital sorgt. Und Sie wissen, dass, glaube ich, alle, wenn zu viel Kapital an gewissen Zeitpunkten in einzelne Vermögensklassen fließt, dann ist das nicht unbedingt positiv für die zukünftigen Ertragserwartungen dieser Vermögensklassen. Wenn wir uns noch kurz das Zinsumfeld mal anschauen, dann kann man durchaus von der Japanisierung sprechen. Auch das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Sie sehen die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe und hier die Rendite der 10-jährigen japanischen Anleihe. Sie wissen, Japan, da ist damals die Blase geplatzt. Seitdem ist man in einem deflatorischen, disinflationären Umfeld und Sie können schon sehen, deutsche 10-jährige minus 0,143%, die Japaner minus 0,067%, also sprich, die deutschen Zinsen sind niedriger als die japanischen Zinsen. Das ist natürlich schon mal eine Aussage. Denken Sie mal dran, das sind die strukturellen Themen, die ich Ihnen eben genannt habe, aber natürlich auch die unorthodoxe Geldpolitik in der Kombination, die wir momentan sehen. Aber das hat natürlich massive Folgen. Sie sehen Baufinanzierungszinsen auf sehr niedrigem Niveau. Wir sehen natürlich auch Vermögensklassen, die insgesamt sehr niedrig rentieren, weil die Risikoaufschläge für Laufzeit oder Kreditrisiken natürlich on top gerechnet werden auf die geringen Verzinsungen der Staatsanleihen. Also im Ergebnis hier nominelle Renditen, bei denen man doch diskutieren kann, ob im Anleihebereich hier besonders die Kreditrisiken oder auch die Illiquiditätsrisiken, wenn wir über Private Debt sprechen, hier adäquat vergütet werden, wenn wir eben die Gesamtvergütung für den Anleger zugrunde legen. Also auch Zwischenfazit hier, wir haben eine Japanisierung, das ist ein eindeutiges Thema, deswegen auf der privaten Ebene wichtig zwischen der Rücklage, also dem Kapital und den Geldern für die kurzfristige Rücklage und eben der Kapitalanlage zu differenzieren, um eben dann klar aufzuteilen, die kurzfristige Rücklage, da können Sie nicht viel optimieren, die gehören einfach aufs Konto, sei es ein Verrechnungskonto oder ein Tagesgeldkonto, spielt keine Rolle, weil am Ende des Tages sind beide unverzinst und dort, wo der Anlagehorizont eben etwas länger ist, tendenziell 3 Jahre aufwärts, also wo wir über mittelfristige Anlageprozesse sprechen, das ist dann meines Erachtens ab 3 Jahren beginnt das und dann eben die langfristigen Prozesse, meines Erachtens dann 10 Jahre aufwärts, da sollte man sich eben mal schon überlegen, wie möchte ich das fristengerecht im Rahmen der geplanten Laufzeit, aber auch risikogerecht im Rahmen ihrer finanziellen Risikobereitschaft, aber auch objektiver Risikoaspekte wie beispielsweise geplanter Verwendung und so weiter entsprechend strukturieren, weil ich habe es eben dargestellt, die Hoffnung auf steigende Nominalrenditen, die ist natürlich sehr gering. Und je länger diese Renditen natürlich so niedrig bleiben, desto schwerer wird es natürlich auch fürs Bankensystem, desto schwerer wird es für die gesamte kapitalgedeckte Altersvorsorge, sei es über Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerke. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Und auch wenn dort die Garantien erfüllt werden können, dann reicht das natürlich nicht, um nach Steuern und Inflation und ähnliches die privaten Ziele zu erreichen. Deswegen ist eben diese Differenzierung zwischen Rücklage und Kapitalanlage eben auch so enorm wichtig, weil warten macht keinen Sinn. Also finanzielle Entscheidungen aufschieben ist keine Lösung. Gehen Sie Ihre Finanzplanung zeitnah an. Und der Aspekt heißt natürlich nicht, morgen einfach das Geld in die Märkte zu investieren, weil der Anlagenotstand groß ist, sondern die Finanzplanung, die Vermögensstrukturierung soll Ihnen ja helfen, Verständnis zu gewinnen, um dann einen Plan zu entwickeln und diesen Plan eben sukzessive über die nächsten Monate regelgebunden eben auch umzusetzen. Also beispielsweise zu definieren, wenn ein Kapitalmarktportfolio, was zu Ihrer Situation passt, beispielsweise im Kurs mal 5 oder 10% nachgibt, dann eben die nächste Tranche hineinzuschieben oder das Ganze auch mit Elementen zu verbinden, die man aus monatlichen Sparplänen kennt. Weil der Mechanismus, den Sie ab 25 € einsetzen können, den können Sie durchaus auch für 25.000 € einsetzen, wenn Sie eben 500.000 allokieren wollen über die Zeit. Also von daher, da gibt es dann durchaus vernünftige Möglichkeiten und halt auch klare Regelungen, die Ihnen helfen, das Ganze emotionsfrei umzusetzen.
Wenn wir uns die Konjunktur anschauen und die Aspekte der Portfolio-Positionierung, dann habe ich Ihnen hier den IFO-Geschäftsklima-Index mitgebracht. Sie wissen, der IFO-Geschäftsklima-Index, dort werden Umfragen durchgeführt unter Unternehmen und wir haben einmal die aktuelle Lage in dunkelblau, wir haben die Erwartung an die nächsten 6 Monate in rot und dann eben den zusammengefassten Index hier eben entsprechend in diesem türkisblau und wie Sie schon sehr gut sehen können, nach diesem Hoch, was wir tendenziell eben auch sehr schön 2017 hatten, kam es ja jüngst auch deutlich zurück. Sie sehen gerade jetzt hier bei den Daten für Mai sehen wir die Einschätzung der aktuellen Lage massiv nach unten gekommen. Die Erwartungen an die nächsten 6 Monate haben sich etwas stabilisiert, aber ich glaube, das ist auch durchaus nachvollziehbar und für jeden klar, weil natürlich auch die Personen, die hier befragt werden, die lesen natürlich die Schlagzeilen in den Medien, die reden mit ihren Einkäufern, die reden natürlich entsprechend auch mit ihren eigenen Verkaufsabteilungen und sie haben natürlich so eine Unsicherheit, die sich über die komplette Produktions- und Lieferkette zielt, aufgrund der komplexen Themen, die momentan geopolitische auch zu bewältigen sind und dementsprechend sind solche Umfrageergebnisse auch die Umfragen zur Stimmung der Einkaufsmanager-Indizes und ähnliches, die sind meines Erachtens durchaus plausibel. Deswegen, ich habe Ihnen hier den IFO-Geschäftsklima-Index mitgebracht, aber das können Sie auch auf andere stimmungsbasierte Indizes entsprechend hier anwenden. Grundsätzlich, wenn wir weggehen von den Umfragen zu dem, was die Kapitalmarktteilnehmer daraus machen, was wir eben aus der Preisentwicklung ablesen können, dann sehen Sie hier mal dargestellt die relative Entwicklung von zyklischen Aktien zu defensiven Aktien und tendenziell vereinfacht gesprochen, wenn diese Linie hier nach oben geht, dann laufen eben die zyklischen besser als die defensiven. Wenn es hier nach unten geht, dann laufen die defensiven besser als die zyklischen. Das zeigt eben auch schon die Skepsis und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir momentan am Kapitalmarkt durchaus beobachten können. Wir sehen im gesamten Jahr 2019 haben wir eher Abflüsse gesehen aus aktienmarktnahen Produkten, also aus Investmentfonds. Ist eher Kapital abgeflossen. Wenn Gelder zugeflossen sind, dann sind die tendenziell sehr stark in Indexfonds geflossen, aus aktiven Fonds netto doch eher Abflüsse zu beobachten. Also man sieht durchaus diese Skepsis, also sprich, dass der Q1 war trotz der steigenden Kurse nicht wirklich von Euphorie begleitet. Und das glaube ich auch, wenn man das mal zusammennimmt. Wir sehen die Verunsicherung aufgrund der umfragebasierten Indikatoren. Wir sehen dementsprechend etwas defensivere Portfoliopositionierung rausgelesen aus der Sektorgewichtung vieler Investoren. Und ich glaube, das ist ein adäquates Bild der Märkte. Man ist eben unsicher und diese Unsicherheit, die berücksichtigt man damit, indem man sich defensiver positioniert. Grundsätzlich, auch das sollte kaum überraschend sein, was Sie hier sehen. Das ist der zusammengefasste Einkaufsmanager-Index in Rot für etablierte Länder, also Märkte eben für die USA, für die Europäische Union und für Japan. Und da können Sie schon sehen, Einkaufsmanager-Indizes dargestellt an der linken Skala. Da ging es eben ordentlich nach unten, was die Ergebnisse betrifft. Und Sie sehen hier in blau dargestellt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, also eben den sicheren Hafen im Finanzsystem. Und von einer Rendite von knapp über 3,2 sehen Sie hier, sind wir deutlich zurückgekommen. Also das funktioniert sehr, sehr gut und auch das, was wir häufig erwähnt haben, dass wir die US-Staatsanleihen nach wie vor im Portfolio-Kontext als sicheren Hafen sehen, dass wir sie nach wie vor als wichtigen Bestandteil in globalen Portfolios sehen, eben aufgrund dieser Safe-Haven-Thematik und aufgrund des Aspektes, dass die Renditen hier dort deutlich höher sind und dass die US-Notenbank noch deutlich mehr tun kann im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs als ihre Pendants, beispielsweise in Japan, der Schweiz oder eben auch der Eurozone. Dass hat hier ganz gut funktioniert und dementsprechend muss man sagen, bei den Renten ist man immer skeptisch und sagt, wo können die noch hin? Aber insbesondere für die USA, glaube ich, das ist durchaus ein Thema. Aber hier denken Sie bitte immer dran, die notieren im Dollar. Die Währung ist ein wichtiger Einflussfaktor, deswegen bitte nicht isoliert betrachten, sondern immer im Gesamtkontext der Portfoliokonstruktion. Und wie gesagt, aus unserer Perspektive da immer noch ein wichtiges Asset, was man sinnvoll abbilden kann. Sie sehen ja auch hier, es hatte sehr gut funktioniert. Also ein Zwischenfazit auch hier wiederum kurzfristig, das muss man ganz klar sagen, ist aus den Daten keine globale Rezession herauszulesen. Wir sehen teilweise, dass Daten schwächer waren, wurden im Nachhinein wieder rückwirkend etwas verbessert. Da ist aber die Praxis meistens so, dass sie schwache Daten haben oder hatten. Die finden ihren Eingang in die Medien. Und dann, dass die Daten 2 Monate später zum etwas Besseren revidiert werden, das können Sie dann eben nicht mehr lesen. Also da muss man immer auch ein bisschen genau hinschauen. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Vielzahl an Problemen, die kennen Sie alle, der
Handelsstreit, das Thema Brexit, der Iran-Konflikt und Co. Das können wir alles nicht genau kalkulieren. Wir wissen, auch das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass wenn der globale Welthandel natürlich unter Druck gerät, dann ist eine Exportnation wie Deutschland besonders anfällig. Wir haben die extrem positiven vergangenen Jahre nicht genutzt, um strukturelle Reformen anzugehen. Ich glaube, auch da bekommt die Politik natürlich in Form der etablierten großen Parteien oder zumindest der früheren großen Parteien auch aktuell natürlich die Quittung dafür. Man muss sich ja die Frage stellen, wie Deutschland auf einen konjunkturellen Abschwung reagiert. Da gibt es viele strukturelle Themen. Thema Demografie trifft uns ja auch die nächsten 10 bis 12 Jahre, wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen. Also Deutschland, da gibt es vielfältige Probleme, deren Lösungsansatz vielleicht auch in der sinnvollen Verwendung der Überschüsse der vergangenen Jahre gelegen hätte. Aber diese Überschüsse hat man ja anderweitig verteilt. Auf der Depotebene spricht die Interpretation der Datenlage, wie auch schon in den vergangenen Monaten. Sie wissen, wir haben bereits im September 2018 dazu geraten, Risiken deutlich zu reduzieren. Wir haben dann im Jahr 2018, beziehungsweise, sorry, zum Beginn 2019 regelgebunden über das Rebalancing wieder etwas mehr Risiko aufgenommen, was man jetzt wieder abgebaut hat. Und wenn Sie mal unser ausgewogenes Modellportfolio kennen, einige von Ihnen oder die meisten von Ihnen sind ja Kunden bei uns im Haus, dementsprechend kennen Sie die Modellportfolios, die wir immer nutzen, um unsere Strategie und auch deren Kennzahlen, was Risikokennzahlen, was Diversifikationsgrade, was Volatilitäten, Schwankungspreise ähnliches betrifft, mit ihren individuellen Portfolios auch zu vergleichen. Da haben wir momentan eine Aktienquote jetzt wiederum nur bei 40% im ausgewogenen Portfolio. Und dieses Portfolio zeigt auch momentan relativ wenig Kreditrisiken. Das, was da an Anleihen drin ist, das sind klassische Staatsanleihen, also typischerweise, wie eben angesprochen, vor allem natürlich die USA. Im Aktienbereich der Fokus auf Qualität, auch sehr breit gestreut, nicht über Einzelwerte, sondern über Indexfonds, die das Thema abbilden, beziehungsweise auch im Aktien mit geringerer Schwankungsbreite und vor allem auch der Fokus hier auf liquide Instrumente, die typischerweise börsengehandelt sind, um gut reagieren zu können. Und das soll eigentlich auch die Antwort sein auf viele Themen, die wir momentan diskutieren. Niemand kann Ihnen realistisch sagen, wann die nächste Krise am Kapitalmarkt kommt. Wird es wieder eine Liquiditätskrise sein? Wird es politisch bedingt sein? Wird es was Temporäres sein, weil die globalen Handelsketten unterbrochen werden? Wird es ein Schock sein, weil die Ölpreise zu stark steigen aufgrund eines Iran-Konfliktes, der sich auf die Transportwege von Rohöl auswirkt? Das kann Ihnen niemand sagen. Und ich glaube, die beste Antwort auf vielfältige Risiken, es bleibt eine diversifizierte Depotstruktur mit klaren Regeln, vor allem für das eigene Verhalten in den Stressphasen. Ich glaube, Risikomanagement sollte man nicht zu sehr auf die Produktebene delegieren, sondern das muss beginnen auf der individuellen Ebene des Anlegers, bei der Auswahl und der Mischung der entsprechenden Vermögensklassen und deren Umsetzung. Und das nachgelagert kann man taktisch und Overlay-Strategien etwas auf die Produktebene hier entsprechend delegieren. Also so das Fazit zum Thema Konjunktur und Depotposition. Dann haben wir eine Frage, was könnten Risiko als arme Alternativen zu Geldmarktkonten beziehungsweise Festgeldern sein? Hier muss man ganz klar sagen, Sie haben es selbst schon gesagt, ja, kurzfristige amerikanische Staatsanleihen oder Gold. Also klar, wenn Sie über Risiken nachdenken, müssen Sie sich immer auch klar machen, über welche Art von Risiken sprechen Sie. Wenn Sie über ein Schwankungsrisiken denken, dann ist natürlich der Geldmarkt das Maß aller Dinge beziehungsweise das Konto, weil es hat eine Schwankungsbreite von null. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich über Gedanken machen, dass die Kaufkraft Ihres Geldes auf dem Konto von der Inflation entwertet wird, dann werden Sie um gewisse Risikopositionen in Unternehmensanleihen beziehungsweise auch in Aktien nicht herumkommen. Wenn Sie sich über Sorgen zum Finanzsystem insgesamt Gedanken machen, dann ist natürlich Gold ein Thema, wobei Gold hat wiederum eine Schwankungsbreite wie der Aktienmarkt ungefähr. Also da ganz klar die Überlegung muss sein, welche Arten von Risiken sehe ich und mit welchem Instrument möchte ich welchen Risiken entsprechend hier Rechnung tragen und dementsprechend klar, wenn man sich diversifizieren möchte, man geht von einer Abschwächung der globalen Wirtschaft aus, dann haben Sie US-Staatsanleihen gesehen, die sich gut verhalten. Denken Sie dabei an das Thema Währung. Dann müssen Sie noch entscheiden, Staatsanleihen kurzer Laufzeit, die bringen nicht deutlich weniger Rendite als eine lange Laufzeit. Andererseits, wenn Sie davon ausgehen, dass die Zinsen fallen, dann sind natürlich die langfristigen Anleihen deutlich attraktiver, weil je höher die Duration, desto höher ist auch der Kursgewinn bei sich abschwächenden Märkten. Also von daher einfach nur zu sagen, die langfristigen bringen ja nur einen minimalen Renditeaufschlag. Das ist richtig, wenn Sie rein auf die Rendite schauen. Wenn Sie
das Instrument als Absicherungsinstrument für eine Rezession sehen, dann ist eine langfristige Duration natürlich besser, weil der Kursgewinn höher ist. Und diese Aspekte muss man sich eben durchdenken, was Gold angeht. Da sehen wir natürlich jetzt hier auf 5 Jahre, da ist außer Spesen nichts gewesen. Wir sehen es dennoch als strategische Position im Rahmen der Vermögensstruktur, typischerweise als physisches Asset außerhalb des Depots, was auch noch durchaus ergänzt werden kann durch physisch hinterlegte Wertpapiere, die ja auch bei entsprechender Konstruktion ja auch nach 12 Monaten steuerfrei sind und nicht der Abgeltungssteuer unterliegen. Aber im Kern ist natürlich das Thema Risikostreuung und Diversifikation immer auf der Depotebene zu sehen und nicht nur auf einzelnen Vermögensklassen. Und wir haben gesehen, wie schwer dieses Thema Diversifikation, also Risikostreuung ist. Ende 2018 waren quasi auf Jahresbasis quasi alle Assets im Minus. Jetzt haben wir gesehen, 2019, insbesondere im starken ersten Quartal, nahezu 100% aller Vermögenswerte im Plus. Und das zeigt schon sehr deutlich, wenn Sie Ihr Depot aufmachen und Sie betrachten eine Quartals- oder Jahresentwicklung und ist alles rot oder alles grün, dann wissen Sie, dass mit der Diversifikation in Ihrem Portfolio etwas nicht stimmt. Und dementsprechend muss man darüber nachdenken, wie man das darstellt. Und eines der Themen, was wir eigentlich mit den Kunden in den letzten 12 Monaten am stärksten Thema diskutieren, ist eben genau die Risikostreuung. Wie kann man auf Basis der kundenindividuellen Präferenzen Risikostreuung herstellen? Sie können heute Aktien investieren, können das Aktienmarktrisiko raushedgen über gegengesetzte Termingeschäfte. Sie können bei entsprechender Vermögensgröße natürlich individuelle Puts kaufen auf die Depotposition, um ein sehr individuelles Profil darzustellen. Sie können natürlich entsprechend mit einer Cashquote arbeiten. Also es gibt ein sehr, sehr breites Spektrum. Das ist auch nichts jetzt hier für ein allgemeines Webinar, weil alles, was allgemeine Aussagen sind, sind im individuellen Kontext gefährlich, weil sie sind natürlich nie passend auf die persönliche Situation. Dementsprechend wissen Sie auch bei uns, die Modellportfolios sind eine Orientierung, um zu zeigen, wo sind die Abweichungen zum individuellen Portfolio. Und das ist ja auch etwas, was wir auch häufig sehen. Meistens sind die Portfolios, die wir sehen, das gilt sowohl für ja, betriebliche Anleger als auch für private Anleger, sind weit, weit von dem entfernt, was eine Ausnutzung der möglichen Diversifikationsquellen angeht. Also wenn ich Sie zu etwas aufrufen kann, dann nutzen Sie die Situation, die wir momentan haben, mal das Thema Depotanalyse mal mit uns entsprechend auch zu diskutieren. Unser Angebot, auch das habe ich Ihnen eben schon ja quasi verbal dargestellt. Ich glaube, die meisten von Ihnen hier kennen das auch. Ich habe es jetzt mal bewusst gar nicht auf das Thema Gesamtvermögensstrukturanalyse bezogen, was mit Sicherheit eines unserer Alleinstellungsmerkmale ist, was die Tiefe angeht. Hier jetzt nochmal nur bezogen auf das Thema Abgleich des bestehenden Depots mit den Modellstrategien, weil wir hier feststellen, dass da momentan eine relativ große Nachfrage ist, gar nicht seine komplette Vermögensstruktur zu diskutieren, sondern nur die Anlagestrategie im liquiden Vermögen. Sie wissen, wir arbeiten deutschlandweit und mittels der Technik. Wir sehen ja auch hier Online-Konferenzen, die kann man natürlich nicht nur im großen Rahmen durchführen, wie aktuell mit Ihnen, sondern natürlich auch durchaus im Bereich nur mit 2 Teilnehmern oder auch beispielsweise noch den Steuerberater mit hinzuzunehmen und Ähnliches. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein für dieses Update. Sie wissen, wir stehen jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu bitte das Feedback-Formular am Ende des Webinars oder ansonsten schreiben Sie einfach eine E-Mail oder rufen Sie auch gerne an. Und dementsprechend würde ich jetzt die Aufzeichnung beenden und würde dann nochmal Raum geben für entsprechend Ihre Fragen. All diejenigen, die uns jetzt bereits verlassen, wünsche ich einen schönen Abend und allen anderen darf ich nochmal hier motivieren, hier nochmal entsprechend Fragen zu stellen.